Und ich sage herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid zur Logoversity, heute mit dem Verein Neustart. In dieser Stunde wird uns Christian Brickmann begleiten. Herzlichen Dank, dass du dabei bist und dass du heute für uns Zeit hast. Wir sind schon sehr gespannt. Und ja, wie gesagt, heute geht es um Verhetzung im Netz, Dialog statt Hass. Und ja, ich würde sagen, the stage is yours, fang an. Vielen Dank. Guten Morgen, mein Name ist Christian Brickmann, ich bin Sozialarbeiter und Abteilungsleiter und Gruppentrainer beim Verein Neustart. Wir sind der größte Anbieter oder der einzige große Anbieter für justiznahe Sozialarbeit in Österreich. Ich werde ganz kurz unsere Leistungen allgemein heute vorstellen und dann einen Fokus auf unser Programm Dialog statt Hass, wo es um Hassdelikte im Internet geht, legen. Fragen bitte jederzeit gern, auch unterbrechend. Ich habe bewusst nicht allzu lang Präsentation vorbereitet, damit viel Platz für Fragen ist, weil das ein Thema ist, wo man, glaube ich, sehr gut auch diskutieren kann. Ich werde jetzt die Bildschirmpräsentation teilen und ihr solltet dann gleich starten und dann gehen wir da. So, das schaut gut aus. Ich hoffe, das funktioniert. Ja, gut. Wenn Fragen sind, bitte einfach immer hinein. Ganz kurz, bevor wir mit Dialog statt Hass starten, allgemein unsere Angebote. Ich sehe viele bekannte Gesichter, wo es auch daran liegt, dass wir sehr viele Angebote haben, wo wir auch immer wieder mit Kolleginnen im Netzwerk kooperieren. Das sind unsere Leistungen im Wesentlichen. Der größte Teil ist die Bewährungshilfe. Dazu komme ich dann noch genauer. Die Haftentlassenenhilfe, wo wir Menschen, die aus der Haft entlassen worden sind, wenn sie keine Bewährungshilfe angeordnet kriegen, bis zu ein Jahr nach Haftentlassung begleiten. Tatausgleich bei Konflikten zwischen Personen, ohne dass es zu einer Verurteilung kommt, als diversionelle Maßnahme. Die Vermittlung gemeinnütziger Leistungen, die werden viele in der Jugendarbeit kennen. Das sind eben diese, im Volksmund sagt man Sozialstunden, wir legen Wert auf gemeinnützige Leistungen, wo Jugendliche anstelle einer Verurteilung eine gewisse Anzahl an Stunden leisten müssen und dafür dann eben das Strafverfahren eingestellt wird. Elektronisch überwachter Hausarrest, im Volksmund die Fußfessel, wird ebenfalls von uns organisiert im täglichen Betrieb. Natürlich von den Justizanstalten genehmigt, aber wir machen mit den Klienten die Erhebungen, die Aufsichtsprofile und natürlich die Deliktverarbeitung im Rahmen des EÖH. Antigewalt-Trainings, die sind eine Zusatzleistung zur Bewährungshilfe, gibt es nicht ohne Bewährungshilfeanordnung und finden bei uns in zwei wesentlichen Settings statt, nämlich für allgemeine situative Gewalt und nur in Graz geht es sich auch aus, dass wir eigene Gruppen für Täter und Täterinnen anbieten, die häusliche Gewalt ausüben. Sozialnetzkonferenzen haben wir ganz oft auch mit Kolleginnen aus der Jugendarbeit zu tun. Das ist meistens für Jugendliche, die in Untersuchungshaft gekommen sind aufgrund von irgendeinem Delikt- und Tatvorwurf und wo dann gemeinsam geschaut wird, mit welchem Maßnahmenpaket können wir die Jugendlichen so weit stabilisieren, dass eine Haftentlassung risikoarm möglich ist. Da sind eben Konferenzen in den Justizanstalten momentan auch per Zoom, wo wir uns mit den Eltern, der Familie, aber auch mit Lehrern, mit Erziehungshelfern, mit Kolleginnen von Jugendzentren etc. und natürlich auch mit der Jugendgerichtshilfe und dem Jugendamt vernetzen und ein möglichst gutes Paket schnüren, das wir dann dem Gericht vorlegen können. Prozessbegleitung ist ein Angebot, das wir für Opfer haben. Also wer Opfer einer Straftat geworden ist, kann Prozessbegleitung bei mehreren Trägern, unter anderem auch bei Neustart, in Anspruch nehmen. Und die Gewaltpräventionsgruppe als letztes Angebot, kurz vorgestellt, gibt es nur in der Steiermark und ist ein Kooperationsprojekt mit den steirischen Frauenhäusern, wo wir in die Frauenhäuser gehen, um dort mit den gewaltbetroffenen Frauen zu arbeiten und sie dabei zu unterstützen, sich künftig besser schützen zu können, aber gleichzeitig auch Werkzeuge in die Hand geben, um zum Beispiel auch eigene Gewalt gegen die Kinder etc. Vermeiden zu können, wie sie damit oder mit diesen Gewaltdynamiken besser umgehen können.
Wenn es dazu Fragen geht, bitte gern. Keine Fragen? Na, so gut erklärt. Danke. War jetzt sehr viel in kurzer Zeit. Dann hupfen wir weiter in die Bewährungshilfe, speziell mit Abstand unser größter Bereich. Bewährungshilfe gibt es auf 4 mögliche Arten. Entweder als diversionelle Maßnahme, ähnlich wie die gemeinnützigen Leistungen, oder auch den Tatausgleich. Und das ist wichtig, weil es für Dialog statt Hass die häufigste Zuweisungsform ist. Da kriegen die Klienten eine Probezeit von der Staatsanwaltschaft. Und wenn sie sie einhalten und bestehen und sich den Weisungen unterziehen, meistens ist das 1 oder 2 Jahre Probezeit, wird das Strafverfahren eingestellt und es kommt nicht zu einer Verurteilung. Die Jugendlichen sind nicht vorbestraft. Was natürlich für Strafregister und Lehrstellen oder Arbeitssuche sehr positiv ist und was natürlich auch den Zusatzeffekt hat, dass die Jugendlichen zwar eine Sanktion spüren, aber nicht dauerhaft durch einen Eintrag im Strafregister belastet sind. Das gelindere Mittel anstelle der Untersuchungshaft ist genau das. Jugendliche sind in Untersuchungshaft gegangen, aus Gründen, weil sie eine schwere Straftat gesetzt haben. Und wenn dann die Voraussetzungen gegeben sind, dass eine Enthaftung erfolgen kann, aber eine Unterstützung bzw. auch ein Teil der Kontrolle dieser Jugendlichen notwendig ist, können wir das machen, indem wir dann die Jugendlichen sehr hochfrequent begleiten. Bis zu 2 wöchentliche Termine bei Anordnung machen wir üblicherweise bei Jugendlichen, die aus der Untersuchungshaft entlassen worden sind. Nach Verurteilung ist klar, jemand wird verurteilt, hat eine strafbare Handlung gesetzt, kriegt eine bedingte oder teilbedingte Strafe mit Anordnung der Bewährungshilfe. Das ist je nach Straftat 3 bis 5 Jahre, bei sehr langen Haftstrafen auch einmal 10 Jahre Probezeit. Und in dieser Zeit werden die Klienten durch Bewährungshelfer betreut. Und nach bedingter Entlassung, wer aus einer langen Haftstrafe entlassen wird, kann Bewährungshilfe angeordnet werden. Wenn mit der Hälfte entlassen wird, bekommt es üblicherweise ohnehin immer. Wenn wir Klienten bekommen, wissen wir ja noch nicht, was haben sie getan und wie ist die Lebenssituation. Deswegen der Beginn unserer Betreuung ist immer eine sehr, sehr umfassende Erhebung mit einem eigens entwickelten Tool, unser Ressourcen- und Riskeninventar, wo wir natürlich sowohl die Stärken, die Ressourcen, die potenziell protektiven Faktoren der Klienten erheben, aber auch die Risikofaktoren und daraus dann die Betreuungsstufe quasi ableiten. Wie oft sehen wir die Klienten, wie viel Bedarf ist nötig, aber auch entscheiden, ist dieser Klient für unsere ehrenamtlichen Kolleginnen möglich? Wir arbeiten mit sehr vielen Ehrenamtlichen. Oder eben sind Hauptamtliche nötig und innerhalb der Hauptamtlichen haben wir für manche Deliktgruppen auch Spezialisierungen, wo wir dann sagen, okay, bei diesem Delikt ist ganz klar, es muss ein Kollege oder eine Kollegin sein, die die Zusatzqualifikation hat, beziehungsweise schon mit diesen Klienten arbeitet. Antigewalttraining und Dialog statt Hass sind keine separaten Angebote, also man kann weder Dialog statt Hass noch das Antigewalttraining als alleinige Weisung bekommen, sondern das ist kombiniert mit Bewährungshilfe. Üblicherweise sagen wir aber, wenn bei den Klienten alles passt und das jeweilige Programm abgeschlossen ist, also entweder das Antigewalttraining dauert bei uns üblicherweise 45 Stunden, verteilt auf 15 Termine, oder eben Dialog statt Hass, ein Angebot, zu dem ich nachher noch genauer komme. Und es passt sonst beim Klienten alles und ist kein sozialarbeiterischer Unterstützungsbedarf mehr, dann ersuchen wir das Gericht auch um vorzeitige Aufhebung. Die Probezeit hat immer Maximallänge von 1 oder 2 Jahren in der Diversion. Aber wenn wir sagen, das Programm ist gut beendet, es gibt keinen Bedarf mehr, wird durchaus auch natürlich die Probezeit vorzeitig beendet. Und kurz, damit man einen Überblick hat, wir betreuen so Pi mal Daumen 15.000 Klienten parallel österreichweit und über einen längeren Zeitraum lassen wir dann beforschen, wie hoch sind die Rückfallsquoten, und das Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie an der Uni Wien kommt zum Schluss, unsere Klienten bleiben üblicherweise oder durchschnittlich zu 70% straffrei, nachdem sie die Programme abgeschlossen haben. Aber da gibt es eine Frage, ja?
Okay. Ist das ein hoher Anteil ohne Rückfall oder ist das so im Durchschnitt eigentlich so europaweit gesehen oder weiß man da was? Das interessiert. Nein, es ist ein sehr guter Anteil und es kommt auch immer darauf an, was ist ein Rückfall. Also ich muss immer schauen, wir kriegen Menschen oft in einer Phase, wo sie eben in einer schwierigen Lebenssituation sind, wo oft mehrere Delikte hintereinander erfolgen. Und wenn einer nach einer Verurteilung wieder verurteilt wird, ist es ein Rückfall per Definition. Mhm. Das kann aber oft sehr am Beginn der Betreuung sein, wo wir noch gar nicht wirklich zugekommen sind, wo halt die Lebenssituation so ist, dass wer in einem Suchtgiftdelikten drinnen ist und eben noch aufrecht delinquiert und da Verurteilungen nachkommen. Insofern sind auch diese Rückfälle jetzt nicht immer so, dass man sagt, nach mehreren Jahren bringt es gar nichts, ja. Wir wissen aus der Suchtkrankenhilfe und so weiter, dass so eine langfristige quasi Heilung und der Suchtkrankheit ohnehin schwer zu erreichen ist. Bei 70% sind wir sehr gut dabei. Okay, danke. Zur Qualitätssicherung. Wir verwenden validierte Instrumente auf dem aktuellsten Stand. Wir kooperieren dazu auch mit Forschern aus dem gesamten deutschsprachigen, teilweise auch aus dem nicht deutschsprachigen Raum und haben die auch als Referenten bei unseren Fortbildungen, zu der jetzt kommen. Wir haben einen eigenen Lehrgang Straffälligenhilfe. Das heißt, zusätzlich zur Grundqualifikation Sozialarbeit, Psychologe, Pädagoge haben wir immer noch ein zweijähriges Ausbildungsprogramm, wo wir in mehreren Modulen sehr genau an den Hintergründen arbeiten, warum wir so arbeiten, wie wir arbeiten, erklären, aber auch unsere Methoden zur Deliktverarbeitung oder die Bedienung unserer Instrumente quasi schulen, damit die Kolleginnen und Kollegen alle auf dem aktuellsten Stand sind, wie wir arbeiten. Und zusätzlich haben wir für die Kolleginnen, die länger bei uns sind und diesen Grundkurs nicht mehr oder gar nicht gemacht haben, weil es ihn noch nicht so lange gibt, ein sehr umfangreiches Fortbildungsprogramm, wo wir immer, wenn wir Neuerungen einführen, natürlich die Kolleginnen auch schulen, aber auch immer wieder die Methoden, die wir schon lange im Programm haben, verfeinern bzw. ergänzen. Gut, so es dazu keine Fragen gibt, wären wir bei Dialog statt Hass. Das Angebot Dialog statt Hass richtet sich an Klientinnen, die Hassdelikte in irgendeiner Form im Internet setzen. Das kann Verhetzung betreffen, das ist auch der größere Teil, zu dem komme ich dann. Es gibt aber mittlerweile auch ganz, ganz viele andere Tatbestände, die möglich für die Zuweisung Dialog statt Hass sind und sehr gut passen können. Und es gibt zwei Möglichkeiten, Dialog statt Hass zu machen, immer in Kombination mit Bewährungshilfe, aber eben diversionell, ohne dass es zu einer Vorverurteilung kommt, ist sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene möglich, aber auch nach einer Verurteilung, wenn die Klienten schon mehrere Verurteilungen haben, teilweise schon einschlägige Delikte gesetzt haben, ist auch möglich, dass es zu einer Verurteilung kommt und das Programm Dialog statt Hass im Rahmen der regulären Probezeit zusätzlich angeordnet wird. Die Ausgangssituation war, dass man nach der Flüchtlingswelle 2015 festgestellt hat, dass die Gewalt im Internet massiv zugenommen hat. Die Hass-Postings sind übergegangen und es hat einen massiven Anstieg gegeben, was die Straftaten angeht. Und die Staatsanwaltschaften und Gerichte waren auf der Suche nach einem Tool, das man anwenden kann, das ähnlich wie zum Beispiel unsere Anti-Gewalt-Trainings nachweislich gut wirkt, aber nicht allzu eingriffsintensiv für Ersttäter ist, die oft gar nicht wissen, dass sie ein strafbares Delikt gesetzt haben. Wir haben das Programm dann ab 2017 entwickelt und seit 2019 sind wir österreichweit im Regelbetrieb damit und bekommen auch regelmäßig Zuweisungen in ganz Österreich. Eine Verhetzung, den häufigsten Paragraphen begeht, und das ist eine wichtige Abschätzung, wer öffentlich, und öffentlich ist ab ca. 30 Menschen, zu Gewalt oder zu Hass aufruft oder anstachelt, soweit so klar, aber auch wer Personengruppen so beschimpft, dass sie in der öffentlichen Meinung schlecht gemacht werden, also quasi
ganz bewusst eine Personengruppe, die geschützt ist, abwertet, um so daran mitzuwirken, den Ruf dieser Bevölkerungsgruppe zu schwächen. Wer einen festgestellten Völkermord oder Kriegsverbrechen leugnet, da sind wir bei diesen Holocaust-Leugnungsgeschichten etc., aber auch billigt oder verharmlost. Und das ist ein ganz schwieriger Punkt, wer verhetzendes Material gutheißt bzw. rechtfertigt und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich macht. Das ist oft so, wenn verhetzerische Inhalte einfach geteilt werden. In Social Media sehr leicht, man klickt auf ein Like, man teilt, bringt das damit einer breiten Öffentlichkeit oder führt es ihr zu. Und dadurch macht man sich schon strafbar, ohne direkt etwas selber zu schreiben, einfach durch Weiterleiten und Teilen von Inhalten, die man selbst bekommen hat, wo man sich nichts denkt, und das wissen die wenigsten. Ist eine Erfahrung von uns, dass eben diese Variante, ich wusste ja nicht, ich habe das ja nur geteilt, ich habe da ja gar nichts geschrieben, dass das schon strafbar ist, weiß kaum jemand. Wichtig ist hier auch die Öffentlichkeit, weil man sagt, durchaus bewusst so kleinere Diskussionen, teilweise auch übertriebene Diskussionen im Familienkreis möchte man nicht unter Strafe stellen, aber wer es einer größeren Menge, 30 Personen, öffentlich macht, der macht sich strafbar. Und da muss man sagen, 30 Personen im Internet sind sofort erreicht. Also das ist etwas, was im analogen Leben doch größere Hemmschwelle darstellt. Wer stellt sie hin und brüllt 30 Personen irgendwelche Hassparolen zu? Ist ein eher seltenes Delikt, aber im Internet ist das in einer Sekunde erledigt. Und das sind nicht 30, sondern 30.000. Da haben wir ein paar Beispiele, die wir in der Betreuung hatten. Ich habe ganz bewusst Textbeispiele gewählt. Es gibt teilweise ja Bilder und Memes, die geteilt werden. Die möchte ich nicht in Umlauf bringen, darum sage ich es ja doch nicht. Aber eben ein Zitat, das wir in einer Zuweisung hatten. Das ist der Abschaum der Menschheit, gegangen ist es um Flüchtlinge, wo der Natur oder Gott ein Genfehler passiert, den man reparieren sollte. Flüchtlinge ab nach Mauthausen oder da hilft nur eins, die Wiedereröffnung des KZ, die Krüppel sollte man vergasen. Das sind so relativ gut repräsentative Beispiele für die erste Zuweisungswelle Dialog statt Hass, die wir hatten. Also ganz, ganz viel Verhetzungskriminalität, die sich gegen Asylwerber und Flüchtlinge gerichtet hat. Und wo meistens entweder Facebook als Plattform oder Zeitungsforen genutzt wurden. Mittlerweile haben wir eine größere Bandbreite an Anlassdelikten, die passen können, die zugewiesen werden. Die Beleidigung, auch zuletzt immer wieder in den Medien gewesen, durch Beleidigungen gegen Politikerinnen und Politiker. 3G-Verbotsgesetz, das ist das Verbot nationalsozialistische Wiederbetätigung, wo wir sehr darauf schauen, dass wir nur Täterinnen und Täter ins Programm nehmen, die keine verhärtete Gesinnung haben, sondern die irgendwelche schlechten Nazi-Memes oder Bilder teilen, die sich nicht wirklich damit auseinandergesetzt haben, was sie da machen. Dialog statt Hass ist nicht geeignet für Gesinnungstäter, die absolut überzeugt sind und auch entsprechend vernetzt und in Netzwerken drinnen. Da sind andere Sanktionen wesentlich sinnvoller. Aber für einen Teil des 3G-Verbotsgesetzes und da vor allem für Jugendliche ist Dialog statt Hass durchaus geeignet. Dazu komme ich dann auch noch. Wichtig ist auch nur, aufgrund der Strafdrohung ist eine Diversion bei 3G-Verbotsgesetz nur bei Jugendlichen möglich. Erwachsene hätten hier gar nicht mehr die Möglichkeit, eine diversionelle Anordnung zu bekommen, weil die Strafdrohung für Erwachsene einfach zu hoch ist und eine Diversion ausschließen. Aufruf zu mit Strafe bedrohter Handlung kennt kaum jemand, ist aber ein sehr häufiges Delikt im Internet. Das ist diese Krüppel gehören erschlagen, jemand gehört, die sollte man an die Wand stellen oder. Häufig auch Vergewaltigungsaufrufe gegen irgendwelche Politikerinnen, wenn sie sich für Flüchtlinge eingesetzt haben. All das sind Aufruf zu mit Strafe bedrohter Handlung und kommt sehr häufig vor und wird auch immer wieder zugewiesen. Die Herabwürdigung religiöser Lehren
richtet sie, zumindest was Dialog statt Hass angeht, sehr häufig gegen den Islam oder gegen Moslems. Und ist auch sehr häufig meistens eben abwertende Kommentare, die einfach die Religion oder Inhalte und Bräuche der Religion abwerten und schlecht machen. Gibt es dazu Fragen? Gut. Ein relativ neues Phänomen, aber ein sehr stark zunehmendes, was Dialog statt Hass angeht, sind Sticker und Memes. Also wir hatten am Anfang meistens erwachsene Täterinnen, teilweise relativ alte Täterinnen für unsere Verhältnisse. Also wir haben einen klaren Peak bei den Klienten von 18 bis 25 und dann so bis 30 noch relativ stark. Je älter, desto geringer wird die Population, wobei man prinzipiell Klienten von 14 aufwärts betreuen und Open End, also ich glaube, der älteste, den wir aktuell in Graz in Betreuung haben, ist 89, aber es sind entsprechend wenige. Bei Dialog statt Hass war es so, dazu kommen wir auch vom statistischen Material her, dass ein sehr großer Teil jenseits der 40 war, auch ein relativ großer Teil jenseits der 60, was unüblich ist, und auch der Frauenanteil bei der Verhetzung wesentlich höher ist als bei anderen Delikten, die uns zugewiesen werden. Sticker und Memes betreffen, zumindest von den Zuweisungen her, primär Jugendliche, wobei wir da nicht ganz sicher sind, ob das daran liegt, dass es mehr Jugendliche machen oder dass diese Sticker und Memes dermaßen oft im 3G-Verbotsgesetz sind, dass sie für Erwachsene einfach nicht mehr zuweisungsfähig sind, weil es eine Verurteilung voraussetzen würde. Da geht es um Bilder in Messenger-Gruppen, ganz egal welcher Messenger, wir hatten fast alle, von Facebook bis WhatsApp und Co., wo in Freundesgruppen, Klassengruppen, irgendwelchen Interessensgemeinschaften, seien es Mopedschrauber oder was auch immer, Bilder und Memes ausgetauscht werden, die klar verhetzerischen Inhalt haben, also entweder gegen Flüchtlinge, aber auch gegen Behinderte, gegen Frauen, gegen Homosexuelle und natürlich ganz klar und sehr stark mit Inhalt 3G-Verbotsgesetz, also ganz, ganz schlechte Nazi-Bildchen, die lustig gemeint sein sollen und jenseits der Grenzen jeder Geschmacklosigkeit sind, um sich ein Bild vorzustellen, das ich bewusst nicht teile, aber beschreiben kann. Man stelle sich das berühmte Foto der Anne Frank vor, Foto montiert auf eine Pizzaschachtel mit der Aufschrift Die Ofenfrische. Das ist eins der Bilder, die wir sehr häufig sehen und eins, das, was die Geschmacklosigkeit angeht, durchaus dort im üblichen Mittelfeld mitschwimmt. Also es sind ganz, ganz viele so Bilder aus dem Kontext Zweiter Weltkrieg, die mit irgendwelchen Sprüchen auf halblustig getrimmt werden, aber weit jenseits der Grenzen der Strafbarkeit sind. Das sind aber üblicherweise Jugendliche, die nicht unbedingt einen rechtsextremen Hintergrund haben. Wir haben auch welche, die teilweise solche Bilder genauso und im gleichen Chat geteilt haben wie ganz klar linksideologisches Material. Das ist so ausprobieren und lustig sein wollen, ohne sich etwas zu denken. Und da sagen wir, da kann das bei uns gut funktionieren mit dem Programm. Das funktioniert gut, wissen wir mittlerweile, indem wir ganz klar einen Fokus setzen auf was ist strafbar, warum ist das strafbar, auf die Normverdeutlichungen, aber auch auf Information und Aufklärung. Worüber redet ihr hier eigentlich? Was sind die Hintergründe? Was war der Holocaust? Oder auch ganz klar, was sind geschützte Gruppen und warum sind das geschützte Gruppen? Und wie schnell macht man sich eigentlich strafbar? Viele Jugendliche sind, was die Nutzung von sozialen Medien angeht, wesentlich fitter als die erwachsenen Klienten, aber glauben zu einem guten Teil, dass diese WhatsApp und anderen Messenger-Gruppen so geschützt sind, dass da nichts hinausdringen kann, weil deswegen tun kann, was man möchte. Es ist ja nicht öffentlich, ist es aber. Und zwar abhängig von Paragraphen sehr schnell. Bei der Verhetzung wären wir immer noch bei dieser größeren Personengruppe.
Bilder, die 3G-Verbotsgesetze etc. betreffen, sind auch in kleinen Gruppen sehr schnell strafbar und es braucht nur entweder einer aus der Gruppe das anzeigen oder die Polizei aus anderen Gründen zur Information gelangen, dass dort solche Bilder geteilt werden und es zur Anzeige bringen. Das geht relativ flott und wir haben da momentan, also im heurigen Jahr, schon die dritte Gruppe an Täterinnen, mit der wir dieses Programm dann durcharbeiten, die aus solchen Gründen zugewiesen wurden. Jetzt kommen wir zu den Inhalten. Was ist Dialog statt Hass? Warum machen wir das und wie machen wir es? Unser erster Punkt ist Normverdeutlichung. Das ist relativ simpel. Wir erklären, was ist die Version, was ist das Programm, was ist die Weisung und klären die Klienten darüber auf. Wenn es eine diversionelle Zuweisung ist, ist es üblicherweise so, dass wir das Programm vorstellen und die Jugendlichen zustimmen müssen, dass sie teilnehmen möchten. Prinzipiell hat bei der Diversion jeder Klient das Recht zu sagen, nein, das war ich nicht, ich glaube nicht, dass das strafbar ist, ich möchte ein Strafverfahren, ich möchte, dass das ein Richter entscheidet. Dann werde ich vielleicht freigesprochen, vielleicht werde ich auch verurteilt, aber jedenfalls dieses Angebot der Einstellung des Strafverfahrens gegen Ableistung des Programms möchte ich nicht annehmen. Und das erklären wir auch sehr offen. Also wir persönlich sagen, es ist die Entscheidung der Klienten und wir haben kein Problem damit, wenn sie sich so entscheiden, dass sie das Programm nicht annehmen möchten. Es kommt da immer wieder mal vor, primär bei Erwachsenen, die sagen, ich kann mir nach wie vor nicht vorstellen, dass diese Aussage verboten ist und ich möchte, dass das ein Richter entscheidet. Punkt. Ist eine Minderheit, aber es kommt vor. Und gleichzeitig die präventive Rechtsaufklärung ist, was ist der rechtliche Rahmen, was dürft ihr nicht, wie kann ich mich im Internet quasi davor schützen, mich wieder strafbar zu machen, indem ich ganz klar weiß, das sind die Grenzen der Strafbarkeit, das eben auch nicht ganz wichtig ist uns. Wir möchten nicht die Meinungspolizei sein. Meinungen sind frei. Die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Die Meinungsäußerungsfreiheit endet dort, wo Verhetzung beginnt. Aber wir möchten die Meinungen der Klienten nicht zwangsläufig ändern. Es ist schön, wenn etwas gelingt, aber uns ist es wichtig und unser Auftrag ist, Straftaten zu vermeiden und nicht die Meinungspolizei zu sein. Drum geht es uns auch darum zu sagen, natürlich hast du ein Recht, deine Meinung zu haben, du hast ein Recht, deine Meinung zu äußern. In welchem Rahmen kannst du das tun, ohne dich strafbar zu machen? Der zweite Schwerpunkt ist Medienkompetenz. Das heißt, wir müssen teilweise sehr basal anfangen. Was sind Privatsphäre-Einstellungen? Wie viele Menschen können das sehen, was ich im Internet poste? Wie öffentlich ist etwas? Wenn ich auf einen Facebook-Kommentar eines rechten Politikers antworte, dann sieht das nicht nur dieser Politiker, sondern auch alle seine 10.000 Fans, die dort sind. Und so weiter und so fort. Da fehlt es teilweise gerade bei den erwachsenen Klienten am basalen Wissen, wie das funktioniert und was die Abläufe sind. Gleichzeitig geht es aber auch darum, zu sagen, was sind die Hintergründe, wie funktionieren die Algorithmen, warum zeigt mir Facebook und Twitter nur verhetzerische oder rechtseinschlägige Inhalte an, wie funktioniert es mit Filterblasen, etc. etc. Dazu haben wir ein Medienkompetenzmodul quasi geschnürt, wo wir mit sehr vielen Beispielen arbeiten und eben die klassischen Datenschutzeinstellungen drinnen haben, aber auch zum Beispiel, wie kann ich Fake News überprüfen und wie kann ich verhindern, dass ich dauernd in einer Filterblase hänge und nur noch einen kleinen Teil der Realität abgebildet bekomme. Deliktverarbeitung ist unser Kerngeschäft und das findet in jeder Leistung, die wir machen, statt. Ja? Also ganz egal, ob in der normalen Bewährungshilfe, da geht es schwerpunktmäßig um Deliktverarbeitung, im elektronisch überwachten Hausarrest, in der Haftentlassenenhilfe. Wir sind dafür da, strafbare Handlungen und Delikte mit den Klienten gemeinsam zu bearbeiten und zu verarbeiten. Ganz klar und auch in Dialog statt Hass ist das sehr wichtig, dass wir mit den Klienten daran arbeiten,
Warum haben Sie das gepostet? In welcher Stimmung haben Sie das gepostet? Was waren die Hintergründe? Und die Diskurskompetenz, das ist das, was ich vorher gemeint habe. Es ist ganz wichtig, dass wir den Klienten sagen, natürlich darfst du Kritik äußern, natürlich darfst du die Meinung sagen, das ist alles wichtig. Aber wie kannst du das machen, ohne andere Menschen abzuwerten und ohne dich strafbar zu machen? Das ist dann teilweise ein sehr basales Kommunikationsmodul, zu sagen, okay, wie kann ich möglichst gewaltfrei oder gewaltarm kommunizieren und wie kann ich Meinungen auch sagen und auch bestimmt sagen, aber ohne die Grenzen des Strafrechts zu verletzen. Auf der zweiten Folie, darum haben wir es auch getrennt, ist das, was uns sehr, sehr wichtig ist und wo wir auch sehr stolz darauf sind, in der Steiermark ein großes Portfolio an Kooperationspartnerinnen gewonnen zu haben, nämlich der Perspektivenwechsel, die Klienten zu sensibilisieren, welche Auswirkungen ihre Aussagen auf Opfer oder Opfergruppen haben, wie fühlt sich das an, was löst das bei meinem Gegenüber aus, wenn ich so etwas schreibe oder wenn ich so etwas poste. Und ganz bewusst bringen wir Opferperspektiven auch durch Filme ein oder laden Experten und Expertinnen ein, die andere Möglichkeiten haben als wir und einen anderen Background. Wir sensibilisieren für diskriminierendes Verhalten und haben Kontakt zu Expertinnen, die uns zur Verfügung stehen und die uns als Kooperationspartner sehr dabei unterstützen, die Lebenssituation der Opfer zu verdeutlichen. Das kann man sich so vorstellen, dass wir je nach Täterinnengruppe irgendwas zwischen einem und drei Module machen, wo externe Kooperationspartnerinnen kommen, die entweder selbst betroffen sind oder als Sprachrohr für die diskriminierten Gruppen agieren und sich anbieten, mit den Klientinnen und Klienten in den Diskurs zu gehen. Und dadurch geben wir den Opfergruppen auch ein tatsächliches Gesicht, ein Gesicht, das auch bereit ist, mit ihnen ins Gespräch zu gehen und sich der Diskussion zu stellen. Unsere Partnerinnen momentan sind, was das angeht, der Verein Zebra für Flüchtlingsthemen etc., unsere Hauptansprechorganisation im Dialog statt Hassprogramm, wo eine Psychotherapeutin Fluchterfahrungen der Klienten erzählt, sehr authentisch berichtet, was die Klienten auf der Flucht durchmachen und was es für Möglichkeiten gibt, aber gleichzeitig auch Alltagsmythen aufklärt, also die berühmten Gratis-Handys, die die Caritas den Klienten nachwirft oder irgendwelche Geldleistungen, die es in dieser Form definitiv nicht gibt. All das kann die Kollegin sehr gut aufklären. Zusätzlich arbeiten wir auch mit dem Verein Granatapfel-Kulturvermittlung. Der hilft uns sehr bei der Vermittlung von Informationen zu Judentum und jüdischem Leben, aber auch zu Holocaust und der Shoah. Das funktioniert hervorragend. Machen wir ein zweistufiges Programm, einen längeren Vormittag, wo wir mit den Klienten, gerade mit den jugendlichen Klienten, an einem Modul des Judentum erleben heißt, arbeitet und eben Kultur und Religion vermittelt und dem Ganzen ein Gesicht gibt und dann in den Holocaust überleitet und in Graz einen Spaziergang macht, wo man die dort eingelassenen Stolpersteine anschaut und quasi das erlebbar macht, wo eben die Erinnerungskultur in Graz auch im Alltag sichtbar ist und eben mit Blick auf die Synagoge endet, damit das Ganze rund ist, aber eben auch zusätzlich Vortragsmodule, wo man quasi wirklich ganz klar Informationen vermittelt, was ist der Holocaust, was war das, was bedeuten diese Begriffe, was sind die Hintergründe, wie viele Menschen sind gestorben und ganz stark auch, was davon war in eurem Wohnumfeld, was gab es auch in Österreich oder ganz speziell in der Steiermark. Die Steirische Anwaltschaft für Menschen mit Behinderungen unterstützt uns auch sehr, indem sich eine Klientin oder Mitarbeiterin, die selbst Behinderung hat, und der Steirische Behindertenanwalt zur Verfügung stellen
und sehr, sehr authentisch berichten. Was sind die Einschränkungen im Alltag? Mit welcher Diskriminierung ist man konfrontiert? Was sind die Vorurteile und Zuschreibungen? Was sind die Ungerechtigkeiten, die es nach wie vor gibt? Aber auch, wie normal ist das Thema Behinderung? Warum sind bei den Gehsteigen mittlerweile flächendeckend Abschrägungen vorhanden für Rollstühle, aber auch für Kinderwagen? Warum gibt es diese Riddeln bei den Straßenbahnstationen, damit sich sehbehinderte Menschen mit dem Stock zurechtfinden? Oder die Signalgeber bei den Ampeln? Warum gibt es überall, wo man hinkommt, im öffentlichen Raum behindertengerechte Toiletten oder sollte es sie zumindest geben? Und so weiter und so fort. Also auch quasi dieses Thema aus der Besonderheit, über die man sich lustig machen kann, in die Alltagsnormalität zu führen. Und das eben sehr authentisch und sehr persönlich. Und es kommt extrem gut an bei den Jugendlichen, die oft sehr erschlagen davon sind, was sie eigentlich machen wollten, nämlich lustig sein, und was das in der Realität auslöst. Gibt es dazu Fragen? Ohne Fragen bin ich viel schnell. Ich habe eine Frage. Bitte. Und zwar, du hast gesagt, also ihr kooperiert damit und ihr geht dann irgendwie nach Graz, aber wie groß sind so Gruppen? Wie kann ich mir das vorstellen? Gehen die dann, geht da ein Betreuer plus Klient oder gehen da viele zusammen? Oder wie sieht das aus? Also wir sind ja in Graz. Ja. Ja. Unser Büro ist direkt am Gries, also in der Seitengasse der Griesgasse, und das passt da gut. Wir haben es nicht allzu weit. Wir haben Stolpersteine vor der Tür und wir haben die Synagoge in relativ guter Fußnähe. Gruppen sind bei uns prinzipiell in Normalzeiten vor der Pandemie ab 8 bis 15 Personen im Setting Dialog statt Hass meistens kleiner. Mhm. Aktuell ist es so, dass man aus Raum- und Abstandsgründen insgesamt maximal 8 Klientinnen plus 2 Betreuerinnen oder 2 Sozialarbeiterinnen haben, die das machen. Das heißt, üblicherweise fassen wir die Klienten, weil wir genug Zuweisungen haben, die Gruppen anzufüllen, in 8er-Gruppen zusammen, und haben in der Gruppenarbeit grundsätzlich, außer bei absoluten Mini-Grüppchen, 2 Trainerinnen, damit eben erstens gruppendynamische Prozesse besser bearbeitet werden können, aber gleichzeitig eben auch eine zweite Person zur Verfügung steht, um zu reflektieren, um im Nachhinein zu schauen, was kann man verbessern, etc. Mhm. Und auch, um unterschiedliche Stärken in der jeweiligen Gruppensituation einzubringen. Also dass man sagt, okay, ich bin in diesem Teil besser und fitter, was die Themen angeht, Kollegin im anderen, ja. Wir teilen es uns auf. Üblicherweise sind wir immer zu zweit mit einer Gruppe von momentan 8 Klienten, oft auch mit größeren Gruppen. Und macht man da eher, dass man so Jugendliche mit Jugendlichen zusammentut, oder macht man da eher so voll komplett durchgemischt? Frauen, Männer, alt, jung? Also wie ist das ungefähr dann? Bei Dialog statt Hass ist das oft, also kommt drauf an, wenn eine Klassengruppe gemeinsam in einer WhatsApp-Gruppe verhetzt hat und die sich kennen, nutzt man das natürlich und fasst es zusammen. Wenn wir sehr viele ähnlich gelagerte Fälle haben, fassen wir die auch zusammen. Mhm. Allerdings dann abhängig vom Zuweisungsgrund und nicht unbedingt vom Alter. Männer und Frauen mischen wir durchaus auch in den Gruppen. Das ist nicht das Problem, überhaupt nicht. Insbesondere, weil das ein Delikt ist, dass beide Seiten, beide Geschlechter gleich ausüben können. Das ist ja bei Gewaltdelikten etc., also bei körperlicher Gewalt, oft ein anderes Thema. Aber bei dieser Verhetzungskriminalität gibt es da keine Unterschiede. Mhm. Da fassen wir in den Gruppen auch zusammen und das funktioniert. Was das Alter angeht, ist es oft schwierig. Eben, wir schauen eher, dass die Delikte zusammenpassen, damit wir die Inhalte entsprechend abstimmen können. Allerdings ergibt es meistens relativ klar, dass in einer Deliktgruppe mehr Jugendliche sind, eben bei diesen Sticker- und Meme-Geschichten. Und in anderen klassischen Verhetzungsgeschichten oft mehr ältere oder erwachsene Menschen sind. Insofern ergibt sich das oft, aber es kommt auch vor, dass einmal bei den erwachsenen Verhetzern wer drinnen sitzt, der heute erst 21 ist. Und das funktioniert in der Regel ganz gut. Okay. Ja, danke. Für mich ist es jetzt klarer. Die Frage für uns war natürlich auch,
was bringt das Programm? Und wir haben deswegen nach dem Modellversuch Dialog statt Hass glücklicherweise jemanden gefunden, der es beforschen möchte und mit Absolventinnen des Programms gesprochen hat. Und die Rückmeldungen waren durchwegs positiv, größtenteils sehr positiv, sowohl von Zuweiserseite als auch von Klientenseite. Viele waren sehr dankbar, dass es nicht zum Strafverfahren gekommen ist, weil das natürlich für viele Menschen unabhängig von ihrer beruflichen Situation schwierig ist. Ich habe es einmal vor einem Klienten gehört, der gesagt hat, naja, ich bin zwar Pensionist, mir tut das Strafregister nicht mehr wirklich was, aber trotzdem war ich mein Leben lang nicht vorbestraft und ich würde das gern beibehalten. Ich habe aber auch ganz klar Jugendliche oder Selbstständige, die sagen, ein Eintrag im Strafregister ist für mich eine mittelschwere Katastrophe. Auch wenn es ein kleiner unter Anführungszeichen ist und keine Haftstrafe nach sich zieht, sondern eben nur eine bedingte Verurteilung. Aber das geht nicht, das kann ich mir nicht leisten. Und darum sind sie sehr dankbar, das Programm machen zu können und damit eine Verurteilung vermeiden. Aber überraschend war für uns durchaus auch, was die Klienten als neu oder als besonders hilfreich empfunden haben. Unsere erste Einschätzung, ursprünglich, als wir das Programm konzipiert haben, war zu sagen, viele Klienten wissen nicht, was strafbar ist. Ja, das hat sich zu einem guten Teil bewahrheitet, aber die allermeisten wussten auch tatsächlich ganz, ganz wenig über die technischen Hintergründe. So ein Originalzitate. Klient hat gemeint, ich habe glaubt, das, was ich sage, ist durch die freie Meinungsäußerung gedeckt. Es gibt ja auch diesen Begriff der Meinungsfreiheit, der sehr oft vor sich hergeschlagen wird. Wir haben Meinungsfreiheit und das ist ein Menschenrecht. Ist es? Meinungsäußerungsfreiheit ist ein Menschenrecht, aber wie alle anderen endet es auch dort, wo man andere Menschenrechte massiv einschränkt und eben wenn ich dazu aufrufe, irgendjemanden an die Wand zu stellen oder ins KZ zu schicken, ist das ein Verstoß, der näher durch die Meinungsäußerungsfreiheit gedeckt ist. Und da gibt es aber diesen Mythos, das ist völlig uneingeschränkt. Ich darf das in jedem Fall. Das ist nicht so. Und das zu vermitteln, ist für viele Klienten sehr spannend gewesen. Teilweise eine wirkliche Überraschung, was da kommt. Ich dachte mir, sagen oder schreiben darf ich alles, tun darf ich es nicht. Mhm. Das geht in die ähnliche Richtung. Vor dem Programm gar nicht ausgekennt, das ist eine Frau gewesen. Und sie dachte, ich kann im Internet sagen oder tun, was ich möchte, solange ich es nicht in die Tat umsetze. Und in der Konfrontation mit den Opfern hat die Teilnehmerin dann tatsächlich sogar große Empathie entwickelt und gesagt, hoppala, das war mir so nicht bewusst und ich wusste all das nicht und ich bin Fake News aufgesessen und ich hatte nicht die geringste Ahnung, worüber ich eigentlich spreche. Und hat dann sehr authentisch gesagt, es hat sich für sie sehr geändert und hat auch rückgemeldet, sie würde jetzt im Bekanntenkreis immer, wenn ähnliche Äußerungen fallen, gleich ganz klar Rechtsaufklärung betreiben. Und klar machen, dass das nicht erlaubt ist und warum nicht und so weiter und so fort. Wie ist das eigentlich, ob sich jetzt durch diese Corona-Leugner oder was die Corona-Verschwörer, Theoretiker, was weiß ich, Märchenerzähler, habt ihr da mehr jetzt eigentlich noch mehr Anlauf durch die Geschichte oder geht das dann gar nicht mehr da rein? Also ist das dann schon wieder ein eigenes? Naja, es ist ich glaube, es könnte so werden, ist die korrekte Antwort. Die Möglichkeit, Fake News zu melden oder auch verhetzende Postings zu melden, gibt es ja mehrere, vom Screenshot über eine Meldung an den Betreiber direkt, über Screenshot und an die Staatsanwaltschaft oder auch über eine App, die Steirische Antidiskriminierungsstelle anbietet, heißt Ban Hate und ist in jedem App Store zu haben. Und dann wird das geprüft und von Juristen zur Anzeige gebracht. Und ich glaube, im Austausch mit den Kolleginnen dort, dass dort durchaus auch Inhalte aus dieser Corona-Leugner, Corona-Gegner-Bubble massiv zunehmen. Aber sie sind noch nicht bei uns.
weil es ist teilweise technisch recht schwierig, einer Person, die sich im Internet hinter einem Pseudonym verbirgt, wobei viele auch mit Klarnamen schreiben, aber halt ohne Adresse etc., eine konkrete Person zuzuordnen. Das ist ein größerer Ermittlungsaufwand für die Polizei. Entgegen anderslautender Gerüchte schaffen sie es aber in aller Regel relativ problemlos. Also so anonym ist man im Internet nicht, wie man gerne wäre. Und darum dauern derartige Verfahren, bis sie zu uns kommen, oft relativ lang. Weil dann eben erst einmal die Polizei ermittelt, dann prüft die Staatsanwaltschaft, dann wird entschieden und zugewiesen. Und unser Gefühl war, dass es in den im ersten Lockdown noch besser gegangen ist und diese Gegnerblase, diese teilweise sehr laute und aggressive, kleiner war. Der zweite Lockdown ist jetzt zwar schon relativ lang, aber noch nicht lang genug, dass es sich in Zuweisungen niederschlägt. Ich glaube, es kommt im zweiten Halbjahr üblicherweise. Wir haben eine deutliche Zeitverzögerung, weil eben davor Ermittlung und Entscheidung Zeit in Anspruch nehmen. Ja. Gefühlsmäßig von dem, was ich von den Kollegen höre, die in der Antidiskriminierungsstelle sind, würde es mich nicht wundern, wenn wir einen größeren Zustrom bekämen. Ich hätte jetzt nur eine Frage, aber ich weiß nicht, ob es dazu passt. Aber darf ich fragen? Wie ist das, weil jetzt, wie du das jetzt vorher erzählt hast, irgendwie, sie hätten sich nicht gedacht, dass wir das alles, also es ist Meinungsfreiheit und Meinungsäußerung freie. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das jetzt eher mitgekriegt, Danger Dan, es ist von der Antilopen Gang, einer, der jetzt irgendwie ein Musikvideo ausgebracht hat, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Sagt ihr das was? Das sagt man nichts mit Kunstfreiheit, habe ich mich schon öfter beschäftigen müssen. Ja, also das ist jetzt halt, das ist ganz neu, Danger Dan, er sitzt am Klavier und singt und er sagt halt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, was er jetzt halt sagt. Und ich bin jetzt ein bisschen abgedriftet, aber habt ihr eigentlich auch ganz viel so mit Musik und Verhetzung? Also ist da auch, kommen da auch Klienten eigentlich irgendwie so Rapper, die dann ganz arg irgendwie arge Geschichten irgendwie verbreiten, oder ist das dann gar nicht in dem Programm? Was wir haben den Steiermark noch nicht gehabt, meines Wissens noch einen ähnlich gelagerten Fall von so einer YouTube-Rap-Geschichte bei den Kollegen hingegeben, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Es wäre durchaus möglich als Zuweisung, nachdem wie die Staatsanwaltschaft das einschätzt. Und natürlich, es gibt ja auch immer wieder Projekte in diese Richtung. Die steirischen Frauenhäuser haben voriges Jahr in Kooperation mit der Kronenzeitung, glaube ich, müssen die schauen, mit einer Zeitung, das Projekt gehabt, Rap statt Rape, wo es eben gegangen ist, diese frauenverachtenden Gewaltaufrufe im Rap zu verhindern und stattdessen positiven Rap zu fördern, das als Wettbewerb ausgeschrieben. Also in die Richtung gibt es ja ganz, ganz coole Projekte. Ich glaube auch, dass die Täterinnen oder die Rapperinnen bei uns ganz gut aufgehoben werden, und die Kunstfreiheit ist tatsächlich genauso wie jede andere Freiheit ein nicht unbegrenzt konsumierbares Gut. Es geht sehr viel, glücklicherweise, es geht sehr viel im Rahmen der Kunstfreiheit und der Satire, aber halt auch nicht alles. Und wer den strafrechtlich zulässigen Rahmen verlässt, der muss damit rechnen, dass er Konsequenz kriegt. Also ich persönlich würde es ganz spannend finden, einmal jemanden mit dem Hintergrund im Projekt zu haben, in der Steiermark bis jetzt leider nein. Okay. Ich hätte vielleicht dann noch eine Frage, wenn ich darf. Immer. Das ist eine relativ spezifische Frage, ich weiß nicht, ob du mir da helfen kannst, aber wir haben immer wieder Kontakt mit Familien, bei denen das so ausschaut, dass die, in dem konkreten Fall jetzt zum Beispiel der Vater, dem Jugendlichen oder dem Kind, das ist 12 Jahre alt, Verschwörungstheorien aufbindet und erzählt. Ja, und das Kind, das dann halt reproduziert in Schule und ähnlichen Settings. Und da ist die Frage für mich jetzt irgendwo, ich meine, die Strafbarkeit oder ist es strafrechtlich relevant, wenn ich das als Erziehender mein Kind erzähle, weil so eine Corona-Leugnungstheorie hat ja potenziell tatsächlich auch gesundheitsgefährdende Aspekte für die Kinder selbst und für Betroffene und andere.
Naja, ganz sicher beantworten kann ich es nicht, weil ich bin kein Jurist. Und im Zweifelsfall würde ich das mit den Kollegen von der Kinder- und Jugendhilfe besprechen, wie die das einschätzen, beziehungsweise die sind ja zuständig fürs Kindeswohl. Wenn sich dieser Vater von seiner Meinung her strafbar macht oder von seiner Meinungsäußerung her strafbar macht, wäre das durchaus möglich, das anzuzeigen und zu verfolgen. Allerdings, wenn es jetzt nur daheim seine Kinder oder seine Freunde erzählt, abhängig davon, was er überhaupt erzählt, wird schwierig sein, einen passenden Paragraphen zu finden, glaube ich jetzt. Ja. Weil man immer gewisse Öffentlichkeit braucht. Und weil auch die Inhalte. Corona-Leugnung an sich ist nicht verboten. Man muss ja schauen, wo geht's. Ja, also kommt da jetzt eine Verschwörung gegen den Staat oder Aufruf zu Straftaten oder irgendwelche Aggressionen oder Beleidigungen oder Gewaltaufrufe gegen Politiker oder. Aber an sich, Verschwörungstheorien als solche sind nicht strafbar. Es hängt immer sehr davon ab, was sage ich konkret, und das kann ich aus dem Kontext auch so nicht beantworten. Es bleibt kompliziert, sozusagen. Richtig, aber wenn es um die Befürchtung geht, dass das Kindeswohl gefährdet ist, weil eben medizinische Behandlung nicht zur Verfügung gestellt wird oder, Kinder- und Jugendhilfe geht natürlich. Würde Vielleicht. ich auch machen als Kooperationsangebot. Das geht ja problemlos. Haben wir bereits gemacht. Vielen Dank. Ja. Perfekt. Gut. Ganz kurz zur Statistik, und du sagst, sie sind ja immer ganz aktuell. Das war bei der ersten Auswertung, und diese Meme-Geschichte ist neu. Mittlerweile sind die Klienten jünger geworden. Der Rest soll dort aber ungefähr passen. Der mit Abstand größte Teil der Zugewiesenen sind Österreicher. Der Frauenanteil mit fast einem Drittel ist verblüffend hoch. Das haben wir sonst in unseren Leistungen de facto nie. Wir haben schon in den verschiedenen Leistungen unterschiedliche Frauenanteile, aber 30% ist tatsächlich ein sehr hoher Anteil. Ein guter Teil der Absolventinnen war jenseits der 40, wie ich vorher gesagt habe, mittlerweile durch den zweiten Tatbestand mit den Memes jünger geworden, und immerhin 17% schon über 60. Das ist auch unüblich hoch. Und das war aber auch oft die Altersgruppen, die gemeint haben, so: Ja, ich habe nicht gewusst, wie funktioniert das, wer kann das alles sehen, etc. Das war in diesen Gruppen sehr stark. Der größte Teil war berufstätig oder eben schon in Pension. Bin mal da, mal ein Viertel war ohne Beschäftigung. Die da fehlen, waren in Ausbildung. Also die zwischen den 70% Pensionist und Berufstätigen gegenüber den 6%, da waren ein paar damals noch sehr junge Klienten, die in Ausbildung waren. Jetzt sind es mehr, eben dadurch, dass wir mehr Jugendliche haben. Und ungefähr ein Drittel war am Land unterwegs, zwei Drittel in den Städten. Das deckt sich ja ziemlich mit dem Bevölkerungsschnitt. Also ich glaube, das ist jetzt nicht eine allzu große Abweichung von dem, wie sich die Bevölkerung auf Österreich verteilt. Gut. Ganz kurz dann, also wenn zu Dialog statt Hass wäre ich fertig, bin aber gern nachher noch für Fragen bereit. Ich würde es nur ganz kurz noch abschließen. Viele von euch kennen Neustadt, kooperieren mit uns. Wie viele sind wir eigentlich? Wir sind viele. Bin mir damals 600 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich und fast 1000 ehrenamtliche Kolleginnen. Einige davon sehe ich ja jetzt auch bei den Namen. Und in der Steiermark sind wir, Stand gestern, 81 hauptamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und doppelt so viel, nämlich gut 160 ehrenamtliche Kolleginnen, die in allen Regionen und Bezirken für uns tätig sind, dankenswerterweise. Jo. Und das als schönes Abschlussbild noch. Der Professor Klug ist einer unserer Referenten in diesem straffälligen Hilfelehrgang, der uns sehr hilft, unser Inventar und so weiter weiterzuentwickeln, unsere Methoden, aber auch unsere Werkzeuge zu verbessern. Und sein Zitat lasse ich so zum Abschluss wirken und stehen. Damit wäre ich von meiner Seite fertig. Wir haben aber noch ein paar Minuten. Ich bin gern für Fragen bereit. Danke. Ja, herzlichen Dank, Christian. Ich finde, es war super spannend, die Stunde. Und ich würde jetzt Folgendes vorschlagen.
Ich werde die Aufnahme stoppen und danach können wir in ja, ohne Aufzeichnungen Fragen stellen, dass wir auch keine Sorge haben.